Ich muss sagen, ich habe noch keine weiteren Geister gesehen. Meinsch! Was ist das denn? Das ist neu. Mondseidenblume, okay. Was ist das denn? Da ist ein Geist! Aus dem Weg! Wow, hi du! Ich habe da drin vollkommen die Zeit übersehen. Asche auf mein Haupt. Ab sofort reise ich mit dir. Easy. Hab Klexi mitgenommen. Hi, Bill. Ja. Hallihallo. Ich hörte, du betreibst Handel. Oh, schau dich so überrascht. Klatsch verbreitet sich schnell wie der Wind. Ich bin Jäger, aber nicht nur. Ich bin auch Fallenhersteller und manchmal sogar Gerber. Ich sag dir was. Ich zeige dir, wie man eine Falle macht. Und du siehst, ob du mir einen Pelz besorgen kannst. Fallenstellen ist immer mit Risiko verbunden. Aber wie heißt es so schön? Wer wagt, gewinnt. Du hast entdeckt Falle. Neues Rezept. Falle. Ich habe 3 Fallen. Platziere sie mit Viereck. Wenn die Falle zugeschnappt hat, kannst du sie einsammeln. Kann ich sie einfach irgendwo hinstellen? Oder muss ich sie da hinstellen, wo Tiere sind? Weiß nicht, ich würde jetzt halt einfach mal hier hinklatschen. Fertig. Was? Oh, wie ist was da? Da unten kapiert jemand. Nimm auf. Nö, ich warte noch. Geh zu den Campingmenschen. Camping klingt halt gut. Mein Ast. Meiner. Hallo. Du hattest keinen leichten Start hier, was? Ich kann dir nicht viel anbieten, aber nimm bitte meinen zweiten Pickel. Geil. Ich schenke ihn dir. Nein, wirklich, ich meine es ernst. Der ist umsonst. Hau Stein, dann hast du's fein. Rock'n'Roll. Pickel? Ja, ich kriege hier kostenlos Pickel. Heure als Landarbeiter an. Steine klopfen, gesund sein, das ist es, was zählt. Ich kann ihm... Hier, ein Pilz. Toll, ich liebe Pilz! Sieht jetzt aber nicht sonderlich glücklich aus, oder? Hier, noch ein Pilz. Danke, das gefällt mir. Nichts geht über Pilz, ich liebe es. Ja. Pilz, hör mich! Danke. Pilz, danke! Ja. Nichts geht über Pilz, ich liebe es. Keine Pilze mehr. Achso, der läuft mir jetzt hinterher. Oh, das ist ja spannend. Ach ne, doch nicht. Huh, Gott sei Dank. Warum drückt er den nicht einfach aus? Weiß nicht. Vielleicht verschenkt er sie gerne. Wie viele Geister brauche ich hierfür? Tag. Oh, nur 3. Gut. Tada! Aber die Düsternis ist entfernt. Huch! Okay. Okay. So. Vielleicht haben die Fallen ja jetzt was gefangen. Und wenn nicht... Geh ich einfach zu Düsternis. Meins? Die Sonne geht wieder auf. Cool.
Falle? Ja? Nein? Vielleicht? Nee? Nee? Da ist was, da ist was, da ist was. Ah, hab ein Pelz bekommen. So, ich nehme die mal mit. Stell sie, glaube ich, auf meine Farm. Juhu. Hey, will kein Treppen laufen. Gut gemacht. Wirklich ein schöner Pelz. Ich hoffe, du hast den nicht einfach durch Handeln erworben. Wenn ja, wäre ich dir auch nicht böse. Wie auch immer, du wirst in Gemea schon klarkommen. Oh, das hätte ich fast vergessen. Hier ist etwas Besonderes für deine Mühen. Hier, dein Ledertornister. Yeah. Mach mal. So, mich anders hinsetzen. Oh. Du wird automatisch ausgerüstet, oder? Oh, falsche Taste. Nö. Kleiner, robuster Rucksack. Hübsch. Tierjack. Squombel. Wer ist da? Ist das Biber? Hallo? Die stehen auf voll auf Holz. Okay. Oh, was ist denn da hinten? Bibi, aus dem Weg. Oh, eine Lampe. Da hängt eine Axt drin. Sägewerk Kong. Okay. Springmoor. Ja? Hey Edmund. Versuch gar nicht erst Ausrüstung. Waren in Motscher Bucht zu handeln. Ich hörte, sie haben selbst mehr als genug. Was? Hey du? Willkommen im Sägewerk Kong. Aus 10-mal Holz können wir 1-mal Planke machen. Du brauchst mindestens 10 Holz für eine Planke. Hör ich das nicht? Oh. Nö. Geil, ich kann Planken kaufen. Minus 93%. Günstig. Geformte Planken, aha. Ja, nein. Lassen wir das erstmal. Sehr schön. Yep. Frage ist, wie komme ich da überhaupt hin? Ma, ich bin also auf meinem Hof. Guck mal, die knuddeln. Mit klein. Ich soll die drehen. Schon. Oh Mann, der ist alleine. Oh, ich habe keine Ahnung, wie ich die drehen soll. Ah ja, okay, cool. Ich bin gut. Das war ja ein komplizierterer Weg. Ein komplizierter Weg, um mich zu finden. Aber jetzt hast du mich gefunden. Also was stehen wir hier noch rum? Lass uns gehen. Jo. War angenehm, jo. Also, weiß nicht. Das Gefühl, ich bin hier falsch. Jo. Ey, ich muss hier runter. Okay. Wühlfuchs. Der ist grün. Hallo. Tja. Oh, das ist eine Kiste. Falsche Taste. Entschuldigung.
Braunen Farbstoff. Okay. Ich glaube, ich muss da hoch. Jo. Ich muss meinen Saft noch trinken. Bis auf hier zu spät dran. Ihr lenkt mich hoch vom Saft trinken ab. Vielleicht doch nicht hoch? Verwirrt. Okay, vielleicht doch. Dorthin zeigt dein Kompass also? Ich erinnere mich an diesen Ort. Schlimme Dinge sind dort passiert. Der Himmel wurde aufgerissen und die Düsternis erschien. Es war furchtbar. Darum kann keiner von uns Geisterwesen nach Hause. Das war traurig. Hey, vielleicht sollten wir dorthin gehen und sehen, ob wir etwas tun können? In einem Dorf in der Nähe gibt es eine Fähre zur Insel. Dort können wir hingehen. Da. Im Dorf auf Hilfe stoßen, mit Rex sprechen. Da ist noch Stuff. Hier ist überall Zeug und so viel Zeug und Zeug und Zeug. Habe ich schon Zeug erwähnt? Und was ist mit meiner Farm? Wow, ich bin im Kreis gelaufen. Geil. Ich laufe gerne im Kreis. Sonst den ganzen Tag die Wand anzustarren. Oh, der geht weg. Ich würde das mit den Sternenbildern gucken. Yep. Ich will mehr Sternenbilder finden. Und mehr Katzen. Katzen sind wichtig. Katzen sind toll. Miau. Ich glaube, ich habe das Dorf gefunden. Doch, wie doch, wie doch. Blume. Hallo. Hallo da. Bimbelbeck. Und was wollt ihr hier so? Rotbeerensamen. Das ist okay. Davon habe ich schon ein paar gefunden. Interessantes Licht. Oh, so hell. Hallo. Meine Kinder haben weniger Ärger als ein altes Groffel im Heu. Um das zu ändern, mache ich einen Wettstreit, wer von den beiden bessere Möbel machen kann. Mhm. Ich wünschte, Govard und Gotha würden sich beeilen. Ich habe einen ganzen Schuppen voller Holz, das ich dem Gewinner schenken werde. Hallo. Oh. Toba ist so streng mit den Kindern. Ich weiß, sie geben ihr Bestes. Sie haben einfach andere Träume als Möbel zu machen. Oh. Ich möchte Toba zeigen, was sie schaffen können, wenn sie zusammenarbeiten. Aber ich brauche deine Hilfe. Oh. Mit dem richtigen Material könnten sie etwas machen, auf das Toba stolz ist. Kannst du mir die Dinge auf dieser Liste bringen? Nur, wenn ich die Liste hätte. Warum macht Vater das? Ich möchte nicht mit Gotha konkurrieren. Ich möchte meine eigenen Träume erfüllen. Kannst du Kernholz für mich besorgen? Es ist ein seltenes Holz, das mir den Sieg sichern wird. Du bekommst das Holz vom Wildoburbaum, der südwestlich von Springmoor wächst. Hallo. Ah. Hey du, vielleicht kannst du mir helfen. Diese Lieferung Holz muss nach Springmoor gebracht werden. Ein gutes Geschäft. Für ein paar Stücke Holz bekommen wir von ihnen eine Planke. Ich habe kein Holz übrig. Fälle Bäume mit deiner Axt und besorge so die 18 Holz, die sie brauchen. Die brauchen noch 10.
Tische und Stühle. Bäh, ich möchte wirklich keine Möbel machen. Aber wenn ich gewinne, kann ich mit dem gewonnenen Holz wunderschöne Gebäude bauen, wie ich immer wollte. Hey, kannst du mir mehr Goldmünze bringen? Oh, es ist die perfekte Holzbeize und wird Vater total beeindrucken. Ich hab noch ein paar andere Aufgaben, ne? Falsche Taste. Wow, Alternative 1, 2 und 3. Ah, komm, ich helfe der Mutter. Nägel, Kleber und geformte Planken. Alter, Finne. Ich weiß, wo ich geformte Planken herbekomme. Kann ich Nägel herstellen? Habe ich Rezepte dafür? Nee, ne? So viel Zeug. Herstellen. Nope, 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 nope und nope. Was handelst du so? Nägel! Alter, ich will doch keine 27 Nägel. Ich will einen. Wollte ich noch abgeben. Einen Kleber. Oh, der hat so eine geformte Planke. Cool. Ich weiß nicht, wie viel ich davon brauche. Naja. Wow, plus 0. 307, jo. Dann könnte ich mir das leisten. Was verkaufen wir denn? Wer ist mit 2? Oder so. Ah, ist okay, ich handle mal. Nein, ist nicht okay. Hat er was für 3? Schicker Holzbogen. Oh, Kernholz. Ei. Und dazu ein Holzbalken? Fertig. Handeln. Jo. Jura. Hey, yo, du. Ah. Oh, hab vielen Dank. Ich weiß, das wird sie beide glücklich machen. Mal gucken, was passiert, ne? Also, Kinder, was habt ihr für mich? Mit Mutters Hilfe haben wir etwas anderes gemacht, als du verlangt hast. Wir haben unterschiedliche Talente und Träume, Vater. Und anstatt zu wetteifern, haben wir beschlossen, zusammenzuarbeiten. Tova, unsere Kinder müssen ihren eigenen Weg in der Welt gehen. Und sieh nur, was sie gemeinsam gemacht haben. Schön, dass ihr beide glücklich seid. Bitte folgt euren Träumen, Kinder. Ihr habt unsere volle Unterstützung. Ach, jetzt auf einmal! Was haben sie denn jetzt gemacht? Ernsthaft, was haben sie jetzt gemacht? Toll. Oh, ich glaube, das Boot ist kaputt. Hey, du, ich glaube, dein Boot ist kaputt. Tut mir leid, aber die Fähre ist außer Betrieb. Ich überquerte gerade den Kanal, als ich plötzlich nasse Füße bekam. Ich wäre fast gesunken.
Solange die Schreinergilde die Fähre nicht repariert, kann ich dir leider nicht helfen. Okay. Ungünstig. Kann ich das reparieren? Nö. Kann nur da drin rumplanschen. Na gut. Geh schon Holz hacken. Und Blumen pflücken. Und Lianen pflücken. Mein Holz. Juli, nur die Katze, guck mal. Guck die Katze. Oh, so kurze Beine. Meins. Grünpfötchen. Eine Tarnkatze. Ja. Ich habe ein Katzenplüschtier. Das sieht der Katze von eben ganz ähnlich. Ist auch voll grün. Ich habe schon genug Holz. Ach, egal. Golsam. Was ist ein Golsam? Nope, nope, nope. Na gut. Ich habe keine Samen hierfür. Aber ich will du den. Achso, Biber. Bei Edmund abliefern. Okay. Ich habe doch jetzt eine Schwitzhacke, ne? Damit kannst du aus glitzenden Felsspalten. Yeah. Alles meins. Es war gut, keine Spitzhacke zu kaufen.